Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert im Kampf gegen die Corona-Pandemie ein bundesweit einheitliches Bußgeld von 250 Euro für Maskenverweigerer. Der CSU-Chef sagte, wenn zu lange gezögert werde, bestehe die Gefahr eines zweiten Lockdowns. Es müssten rasche Maßnahmen für alle ergriffen werden. Unter anderem nannte Söder Sperrstunden sowie das Verbot größerer Partys und Feiern für eine gewisse Zeit. In Deutschland ist die Zahl der Neuinfektionen zuletzt deutlich gestiegen. Mehrere Städte haben den Grenzwert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen überschritten. Unter anderem Frankfurt am Main, Köln, Berlin, Bremen und zuletzt Stuttgart.